Eine Schwermontage der Superlative. Schauplatz ist eine von Deutschlands größten Papierfabriken in Sandersdorf-Brehna bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Wenn schwere Dinge hoch hinaus müssen, dann sind die Profis in Rot gefragt. Zwei riesige Trommelbehälter für die Papierherstellung sollen in eine Halle eingebracht werden. Eine Aufgabe, vor der selbst Spezialisten den größten Respekt haben. Fast sprachlos steht man den Dimensionen gegenüber. Eine Sortiertrommel mit 23 Metern Länge, 4,5 Meter im Durchmesser und 85 Tonnen schwer. Und mit 50 Metern eine fast doppelt so lange Auflösetrommel, 4,5 Meter im Durchmesser und 235 Tonnen schwer. Nach Klärung des Grobkonzeptes und der baulichen Maßnahmen folgt die Feinplanung der Montage im Hause Scholp. Zunächst konzipiert das Team die Lösung für die Montage der kleineren Sortiertrommel. In der Theorie ist der Ablauf klar. Jetzt kann die Arbeit vor Ort beginnen. Schon die Einfahrt der Achslinie in die Halle verlangt äußerstes Fingerspitzengefühl. Das Transportgut muss an einer exakt vorgegebenen Stelle positioniert werden. Es gibt sehr wenig Platz zum Rangieren. Der Hallenkran hebt jetzt die 85 Tonnen schwere Trommel mit der Spezialtraverse auf 10 Meter Höhe. Die vier Aufhängepunkte haben eine enorme Tragfähigkeit von je 55 Tonnen. Bei der 60 Meter langen Einfahrt in das Gebäude überwindet die Sortiertrommel die Fundamente, auf denen später die große Auflösetrommel montiert wird. Deshalb ist die große Fahrhöhe notwendig. Es ist beeindruckend zu sehen, wie die enorme Last in dieser Höhe schwebt. Das Video zeigt im Zeitraffer die Präzisionsarbeit eines ganzen Tages. Was hier so spielend leicht aussieht, braucht starke Technik und stundenlang höchste Konzentration des Teams. Die Trommel wird langsam und präzise auf die Lager abgesetzt. Dabei spielt die große Erfahrung der Scholp-Monteure im Bewegen von schwersten Lasten die alles entscheidende Rolle. Im Team weiß jetzt jeder, was zu tun ist. Permanent stimmen sich die Kollegen ab. Saubere Landung. Die Sortiertrommel hat ihren Platz erreicht. Allerdings war das nur das Warm-up. Die größte Herausforderung steht dem Scholp-Team jetzt bevor. Noch größer, noch schwerer, noch höher, noch weiter. Das sind die Transportanforderungen für die 50 Meter lange Auflösetrommel. Dieser Projektschritt ist deshalb äußerst komplex. Aufgrund der Länge und des enormen Gewichtes von 235 Tonnen kommen jetzt mehrere verschiedene Hebezeuge in Kombination zum Einsatz. Wichtig dabei, das Zusammenspiel der Mitarbeiter und der eingesetzten Technik. Die Trommel muss immer ausbalanciert sein. Die einzelnen Hebegeräte müssen absolut synchron laufen. Das erfordert permanente Messung und Überwachung. Der Mobilkran mit 500 Tonnen Traglast und Kranstandplatz werden vorbereitet. Mobilkran und Hallenkran werden die Trommel vom Transportfahrzeug heben. Zunächst wird die Trommel mit dem Selbstfahrer per Fernsteuerung so weit wie möglich in die Halle eingefahren. Der 16-Achser wird nun wenige Zentimeter vor dem ersten Fundament halten. Einen solchen Giganten präzise zu steuern, verlangt eine enorme Erfahrung und eine sichere Hand. Und natürlich ein gutes Zusammenspiel im Team mit den Einweisern. Zunächst werden Hallenkran und Mobilkran die Trommel synchron anheben. Anschließend soll die Trommel in die Halle einschwenken. Das wird spannend. Jetzt zeigt sich, ob die Berechnungen der Ingenieure in der Praxis aufgehen. Der Spielraum zum Manövrieren ist für die Kranfahrer extrem gering. Alle Anschlagmittel für das Heben der Trommel sind vorbereitet. Die Scholp-Monteure brauchen nun Equipment im XXL-Format. Gewaltige Rundschlingen mit einer Tragfähigkeit von 100 Tonnen, dazu riesige Schäkel mit Tragfähigkeit bis zu 120 Tonnen. Gespannte Ruhe. Letzte prüfende Blicke. Sind alle bereit? Und los geht's. Die riesige Trommel wird vom Mobilkran und Hallenkran Stück für Stück in die Höhe gezogen. Zunächst so weit, dass das Schwerlastfahrzeug ausfahren kann. Nun wird die Trommel auf die notwendige Höhe gehoben. Die Lage und Neigung der Trommel wird permanent gecheckt.
Besonders für den Mobilkranfahrer kommt jetzt die schwierigste Aufgabe. Die Trommel muss noch ein weiteres Stück in die Halle eingehoben werden, bevor das hydraulische Hubgerüst übernehmen kann. Nur knapp, aber absolut sicher und mit viel Gefühl manövriert der Kranfahrer die Trommel an der rechten Kante der Hallenöffnung vorbei. Als die Schlinge des Mobilkrans die Gebäudefront erreicht, ist seine Arbeit getan. Jetzt muss im Inneren ein hydraulisches Hubgerüst übernehmen. Trotz seiner Kompaktheit ist es ein Kraftpaket. Es hebt bis zu 620 Tonnen. Diesmal hängt die Last nicht, wie sonst üblich, unterhalb der Träger. Aufgrund der großen Montagehöhe liegt die Trommel auf den Kopfträgern des Gerüstes. Nun gilt es, die exakte Positionierung in den Sattellagern zu prüfen. Dann kann der Kran die Auflösetrommel auf dem Hubgerüst absetzen. Bevor es mit dem internen Transport weitergeht, überprüfen die Scholp-Techniker die genaue Position der Trommel auf allen Auflagepunkten. Die Tandemfahrt von Hallenkran und Hubgerüst reicht über 20 Meter. Sie muss millimetergenau und im vorgegebenen Neigungswinkel erfolgen. Bei diesem Kombitransport müssen die Fahrgeschwindigkeiten von Hubgerüst und Hallenkran absolut konstant und synchron gehalten werden. Immerhin schwebt da das Gewicht von ungefähr 160 Pkw auf der Höhe eines Stadthauses. Angekommen. Die Trommel ist komplett in der Halle. Erfolgreicher Abschluss einer jeden Montage ist die finale Platzierung. Dazu wird die Trommel auf den Rollenlagern exakt abgesetzt. Eine elektronische Wasserwaage überwacht die geforderte Trommelneigung von einem Grad. Das horizontale Ausrichten war kein Problem. Das hydraulische Hubgerüst macht dank seiner Flexibilität jede Bewegung mit. Geschafft! Für diese zwei Hübe der riesigen Trommeln benötigte Scholp insgesamt 130 Tonnen Montage-Equipment. Sogar die Fahrgeschwindigkeiten von Hallenkran und Hubgerüst wurden für diesen anspruchsvollen Einsatz im Vorfeld heruntergeregelt. Gemeinsam mit dem Hallenkranhersteller wurde das im Vorfeld getestet. Dieses gelungene Projekt zeigt, es geht nur mit ausreichend Planungsvorlauf, mit fachlicher Kompetenz, der richtigen Technik und gutem Miteinander aller Projektbeteiligten. Wie schwer sind Ihre Aufgaben? Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenz beim Heben und Bewegen von extremen Schwerlasten in der Industrie- und Anlagentechnik. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen.